Ich habe gehört, so ein kleines Horror-Game mit so einem Bus, das würde jetzt prima an euren Abend passen. Und ich liebe ja diese Art von ja, konzeptionellen Indie-Games. Ich freue mich auf das Setting. Ich bin sehr, sehr gespannt und aufgeregt, was uns hier erwarten wird. Let's go. Don't lose your job, stand da unten. Na, mal sehen. Okay, ich bin der Busfahrer. Ich habe da oben eine Cam. Okay. Das ist mein neuer Job, ich übernehme. Alles klar. Ich soll dann den Stops anhalten und jeden mitnehmen, der rein will. Ah. Busstop 666 ist nicht in Bereitschaft. Try to keep moving. Get a bit sketchy. Okay. Ja, nachts Bus fahren, Alter. Das ist halt tatsächlich eine gruselige Angelegenheit, ey. Okay, dann wollen wir mal. Oh, warte mal. Band. Es sind ein paar Leute hier, die nicht rein dürfen. Eject on sight. Oh, shoot. Ist das eine richtige Katze? Das wird eine geile Schicht, Alter. Ich sag's, wie es ist. So, na gut. Dann wollen wir mal zur ersten Haltestelle vorrücken. Cool, Alter, ich mag's hier irgendwie. Ist so chillig. Jo, euch auch einen schönen Abend. Ey, guck sie dir an. So, da steht jemand. Remember to open the door for passengers. Open the door. Da? Oh mein Gott, was war das? Hi. 661. 661. Alles klar? Hier, Ihr Ticket, Sir? Ich bin gar nicht sicher, was ich tun muss. Ich mach das schon richtig, ne? Oh, Tür wieder zu und let's go. Was haben wir da? All good. Was macht das? Ach so. Okay, nice. Okay, cool. Weiter geht's. An 661 muss er raus. Was war das? Ich glaube, zwei Haltestellen jetzt weiter. Entschuldigung? Wie jetzt all good? Was macht das hier alles? Oh, ich kann hier umschalten. Break the CCTV. Ich habe das kaputt gemacht. What? Why? Oh, dieser dumme Scheibenwischer, halt's Maul. Warte mal, ich muss warten, bis der unten ist. Jetzt. Alles klar, geht weiter. Damn, haben wir nicht irgendwie eine coolere Kamera? I don't know. Ah, verstehe. Sehr gut. Da ist das Potenzial für den Jumpscare. Hello. Warte mal. 660, der muss da aber nicht raus, ne? Der muss erst an der nächsten. Nicht, dass das hier irgendwie geclaimed wird. Hätte ich mal zu Beginn anmachen sollen. Damn. Vielleicht lege ich da andere Musik drüber oder so. Ich hätte es lernen müssen. Nö, ist doch auch eigentlich ganz chillig. Ja, ist ja gut. Hab's mir schon gemerkt. Remember to check your security cameras. Während der Fahrt? Aber wieso? Der Boy macht doch nix. Warte mal, wir halten hier jetzt an. Irgendwo. Irgendwie. No, 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 no. Kann ich zurückfahren? Oh yeah, kann ich. So, öffne die Tür. Typ kommt. Haben Sie einen wundervollen Abend, Sir. You're welcome. Steigt er jetzt hinten wieder ein und messermeuchelt er mich von hinten? Man weiß es nicht. Man wird sehr überrascht sein. Ja. Pet Acerola to stay calm. Acerola heißt das Ding? Oh, das beruhigt mich. Habe ich einen Calmometer hier irgendwo? Was war das?
Was war das? Alright, 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 ist schon gut. Die nächste ist 662. Ich muss mir das nicht... Ich muss mir das nicht merken, ne? Die drücken dann auf den Knopf. Warte. Ist sie das? I don't know. Ich weiß es nicht. Ist das die gruselige Frau hier? Ich erkenne das nicht. Guten Tag. Bitteschön. Oh, da sterbe ich jetzt, wenn ich die reinlasse, oder? Okay, wo setzt sie sich hin? Ich will die nur mal in der Cam haben, wenn möglich. Junge, das ist so dumm platziert, Alter. Okay, let's go. Die wird schon drücken. Ja, keine Ahnung. Ich muss mich immer mal ein bisschen umsehen. So, zum Glück habe ich das Kätzchen bei mir. Oh mein Gott! What? Hello? Oh, Alter. Alles klar. Ich habe Nackensteife hier. So, 663. Kann ich hier schon anhalten? Kommt er? Kommt. Moin, Matte! Oh mein Gott. Was für ein tighter Slimfit-Rolli, ey. Hier, bitteschön. Ich meine, guten Abend. Yeah. Wird die jetzt abgestochen? Ne? Alles klar. Das ist eine ruhige Nacht. Was ist da los? Oh, ach, sie sitzt da. Oh, ich habe vor der Frau ein bisschen Bammel irgendwie. Die hier wirkte so nett. Gut. Ich muss mal los. In welchem Stop waren wir jetzt? Ich bin mir gar nicht sicher. What? Okay, okay, okay. Ich muss mich beruhigen. Okay, Kätzchen, wir kriegen das hin, oder? 664... will der rein? No, I don't think so. No way. Not that bus. Nuh-uh. I might be dumb, but I ain't that dumb. You think I'm getting on that bus? That bus? Oh no. No freaking way. No. Geil, Alter. Der hat meine Visage gesehen und war so, nope, nicht dieser Bus. Nuh-uh. Alles nur nicht der. Sieht vielleicht dumm aus, aber ich bin's nicht. Ich schwör. Okay, alles klar. Ich bin irgendwie dieses komische schwarze Schiff von Flucht der Karibik, Alter, oder so. Weiß nicht, ich hinterlasse definitiv einen Eindruck. Nur Zombies hier an Bord um diese Uhrzeit. In deutschen Großstädten ist das, glaube ich, gang und gäbe. Ich weiß nicht, was das macht. Power Saver. Turn off the radio. Wipers and... Oh, das macht diese ganzen Gerätschaften aus? Was ist das? Ich weiß nicht mal, was das war. Wipers N, what? So, das ist 665, ne? Dem anderen darf ich nicht anhalten. So, hier muss irgendwer raus. Bitteschön. Bad vibes on this bus. Du auch, ja? Kann ich beobachten, was die machen? Oh ne, die spawnen einfach. Oh nein, nicht, dass das Mädel jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jemandem zum Opfer fällt. Ich habe voll die Vorurteile, ne, gegenüber denen. Aber nur weil ich weiß, dass es halt ein Indie-Horror-Game ist. Also, was so. Achso, ist die Tankstelle im Spiegel. Wer? Was? Oh shit, Alter. Du musst mir jetzt beistehen. Mach uns die, wir haben Ratten. Schnell. Schnell, die drücken den Knopf. Die klauen die Notfallhammer. Schnell. Was? Oh, ich darf da nicht halten, oder? Mensch, jetzt halt's Sabbel. Aber hier ist wer.
Aber es ist doch out of service! Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Ich mach das jetzt trotzdem. Es gibt wahrscheinlich mehrere Enden, oder? Caillou. Caillou. Komm doch und spiel mit mir. Wo geht er hin? Kann ich den beobachten? Ist da gerade das Stoppschild aufgeploppt? Habe ich das umgefahren? Ist das so ein Stehaufschild? Lol. Kann er sich irgendwo hinsetzen, wo ich ihn sehe? Boah, natürlich nicht. Mensch, jetzt ist Schluss. Gib Ruhe, ey. Was macht einen ja kirre? Oh, ich glaube, da sitzt er da? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Das sah nur gerade so aus. Ja, und bei euch so? Wie läuft's? All good. So, jetzt kann ich mal den Scheibenwischer anmachen, oder? Ich meine, ich sehe Dinge. 667 muss er raus. Kommt er? Ey, yo! Was ist denn hier? Ich halt doch an! Ich habe einen Rückwärtsgang drin, deswegen piept's. Bro, der will nicht raus. Der hat sich verdrückt, der ist halt alt. Boah, ich darf den nicht aus den Augen lassen. Kätzchen. Vielleicht haben wir was Größeres als Ratten. Aber immerhin Leckerli, ne? What the... Junge, der kriegt die Tracht, Alter. Der kriegt mein Wechselheld in den Hintern. Sie machen... What? Ja, ich halte ja schon an. Oh mein Gott. Hier, bitteschön. An empty bus, not good at all? Wieso leer? Oh! What? Ich weiß gar nicht, was hier passiert. Good evening, Sam. Redet ja mit dem alten Mann? Okay, der Typ sitzt da hinten. Boah, mir gehen die Muffen. Und ich bin wahrscheinlich übel weit hinter dem Zeitplan. Mit Sicherheit, oder? Oh, oh, habt ihr das gesehen? Ich ja. It's same. Meow. Das wollte ich eigentlich sagen. Mir hat so verschreckt die Sprache verschlagen. Oh, die Kameras sind aus. Oh, oh, was war da? Warum ist das Licht aus? Will hier jemand raus zufällig? Wenn nicht, schmeißt ihr euch raus. Ihr habt gar keine Wahl. Ich habe nur diese eine Vordertür hier. Boah, ich seh's nicht. Okay. Boah, ich fahr auch wie der letzte Heini hier. Entschuldigung, es sind zu viele Knöpfe parallel zu bedienen. Oh! Oh, wann denn? Wo? Sind wir vorbeigefahren? Oh, Alter. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Der frisst uns schon nicht. Bin dann dicht, ich kann mal leichter schlucken. So, bitteschön. Ein bisschen schneller, wenn's geht. Oh mein Gott. God help ya. Oh, ich glaube, der hat diesen Bus leider nicht betreten. Das Ticket war ihm zu teuer. Aber mal gucken. Dankeschön. Der Typ einfach hinter mir sitzt, ne? Immer noch. Ey, der fährt mit in, aufs Abstellgleis, würde ich sagen. Wie heißt das bei Bussen? Ein Busbahnhof halt.
Er hat noch nicht gedrückt, er will noch nicht raus. Du bist immer noch am Leben. Natürlich bist du immer noch am Leben. Sam wird jetzt übernehmen. Ending 5 von 5. Es gibt 5 Enden! What? Okay, ein Ende ist bestimmt, wenn ich niemanden mitnehme, oder? Vögel sind nicht real, stand da gerade. Oh, what? Okay, ich fahr mal komplett durch, ohne irgendwen mitzunehmen. Mal schauen. Pick up any passengers. Ja, 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 ja. Drop them off at the stop after the thing. Not before. Ich meine, die steigen ja sowieso nicht aus. Use your best judgment. Okay, ich hätte den nicht mitnehmen dürfen. Ich habe trotzdem das beste Ending. Open the door, young man. Oh. Ist da jemand? Nö. Ich werde jetzt einfach weiterfahren. Wenn niemand hier drin ist, kann mich niemand umbringen, oder? Gut. Leute, wir sehen uns gleich am Ende. Wir haben das ja, denke ich mal, alles schon gesehen. Oh. Ich kann nicht mehr fahren. Wait, what? Ich kann nicht fahren. Ich kann noch nicht zurückfahren. Oh, doch, kann ich. Hä, was war denn das? Das ist einfach gegen irgendwas Unsichtbares gecrashed. Ja, keine Ahnung. Aber es geht weiter. Immer mutig voran. Oh, Ending 4 von 5. You are fired. Oh, ich hab's nicht mal bis zum Ende geschafft. Ich bin an 666 vorbeigefahren. Oh. Ja, crazy. Dann fang ich von hinten an, oder was? Wenn ich nur den letzten mitnehme, also den bei 666, was passiert dann? Und den Rest halt einfach nicht. Oh mein Gott! Ich bin mit offener Tür an dem vorbeigerast. Die sind trotzdem... Die steigen ein. Die springen rein, also wie in einem Action-Movie. Alarm für Cobra 7. What? Ich hab mich so erschrocken. Leave a passenger at the ticket machine for a few seconds. Ja, was passiert denn, wenn ich... Und wenn ich... einfach fahr? Und die nette Gesellschaft genieße? Der muss bei 661 raus. Also ich meine. Ohne ihn bezahlen zu lassen. Ey, das ist immerhin ein Achievement. Warte mal. Wir machen das. Geh Augenblick. Ich halt mal an, vielleicht geht er raus. Oh, er klingelt trotzdem. Lol. Als ob er nicht einfach mit mir sprechen könnte. Warte. Next stop it is. Hier. Ich glaube, hier muss er raus. Ja. Ach Mann. Ich glaube, da kriege ich kein anderes Ende, oder? Weiß ich jetzt nicht. Geht er raus? Oder muss er erst ein Ticket kaufen? Moment. Der setzt sich einfach hin. Der setzt sich hin. Warte mal, ich mache das alles kaputt gerade, oder? Die ganze Reihenfolge. Oh shit. Warte, ich nehme den mit, Alter, bis ans Ende. Der ist einfach meine Geisel. Solange der da ist, werden mich die Monster nicht kriegen. Mich und mein Kätzchen. Oh, mal schauen, mal schauen. Jetzt klingelt er wieder. Aber das ist doch gar nicht sein Halt.
Hat ja auch nicht gesagt. Warte mal, wenn ich jetzt weiterfahre und das einfach ignoriere? Oh, ich könnte mal versuchen, in die Tankstelle reinzufahren. Bin gespannt, ob das geht. Oder ist das dieses random Klingeln? Und dann steigt keiner aus. Ich glaube, das ist das gruselige Klingeln. Das wird eigentlich von keinem gemacht. Das ist nicht der Typ. Ich glaube, der ist da jetzt festgewachsen. Ich glaube, der ist eingeschlafen. Oh, 666. Das ignoriere ich. Und nun? Bin noch nicht gefeuert. Oh, wird das wieder das andere Ending? Ich habe halt keine Ahnung, was das noch triggern könnte. Ich könnte vielleicht einen Unfall bauen und gegen so ein mir entgegenkommendes Auto rasen. Das ist vielleicht auch irgendwie ein anderer Ausgang dieser Lage hier. Mal schauen. Ich hab's da lachen gehört. Nope. Dich nehme ich jetzt mit, Alter. Wie den Typen von 666. Warte. Ich bin gespannt. Ich müsste es gleich haben. Ah, da kommt gleich so ein Tunnel und dann. Das juckt den gar nicht. Hier gehört vielleicht auch zu seiner Abendroutine. Der ist das auf dieser Linie hier schon gewohnt. Sehr! Ending 4 von 5. You're fired. Ah, ich habe zu viele dann ignoriert oder was? Ey, I don't know, to be honest. Boah, muss ich aber mal gucken nochmal, wie ich das triggere. Was ist, wenn ich in den Gegenverkehr reinfahre? Was ist dann? Unfall. Das ist eins. This is not the right job for you. Geil. Ein Ending ist wahrscheinlich, wenn man die Katze nie streichelt und sich dann nie beruhigt. Das hier zeigt sozusagen den Status eigentlich des Autos an. Aber das ist halt auch gleichzeitig meine mentale Gesundheit. Ich nehme den Boy mal mit. Ich weiß nicht, ob je mehr Leute ich mit habe, desto mehr verliere ich meinen Verstand irgendwie oder so, weil ich Angst kriege. Ich streiche mal die Katze nicht ein einziges Mal. Mal gucken, was passiert. Ich fühle mich vielleicht auch bedroht von, also je mehr Leute hier mit rumsitzen. Oh, guck mal, der setzt sich hinten hin. Das ist ja anders. Ich weiß nicht, ob das immer random ist. Kann den nicht sehen. Er hat noch nicht gedrückt. Das heißt, das mit den Stops ist auch random. Das ist interessant. Okay. Noch ist alles okay. Noch ist alles gut. Aber sobald ich weiterfahre und es jetzt ein bisschen dunkler wird. Ja. Remember to check security cameras. Und wenn nicht. Oh Gott. Wo fahre ich denn da immer dran? Okay, ich lasse den mal raus. Guck mal, es steigt schon ein bisschen. Oh, was? Aber wie triggert man denn das? Was ist, wenn ich jetzt weiterfahre und das zumache? Okay, gut, haben wir das auch erledigt. Wieder einen Kommentar, den ihr schreiben könntet und ich euch wegnehme. Nee, ich streiche sie jetzt nicht, mache ich absichtlich nicht. Mal schauen. Guck mal, es geht hoch. Haben wir immer noch alles gut? Wenn es in der Mitte ist, steht Check Engine, das hatte ich eben schon gehabt. Warte mal, ich nehme sie. Oh ja, die ist so unfreundlich so ein bisschen. Ach, guck mal, aber das geht. Es geht wieder zurück. Vielleicht sollte ich einfach dann weiterfahren oder so. Weiß ich nicht. Okay, mal schauen. Wahrscheinlich wäre das besser. Und eventuell, je mehr Jumpscares ich irgendwie abkriege oder so. Aber keine Ahnung, ob ich das irgendwie beeinflussen kann. Warte mal, ich nehme mal die Kamera von ihr weg. Wenn ich sie nicht sehe, warte, hier ist ein Jumpscare. Yep. Mir geht's trotzdem gut! What do you mean?
Ich fahre jetzt einfach mal weiter. Sonst beruhige ich mich irgendwie immer und das mag ich nicht. Also, ich mag es jetzt nicht, es tut mir leid. Meine Fresse. Ist okay. So, warte. Guck, es geht hoch. Ah, an dem fahre ich jetzt auch vorbei. Es geht wieder runter. Oh, ich wünschte, ich wüsste, wie man das... Oh, shit. War schon wieder irgendwas auf der Straße. Ist irgendwie komisch. Ich glaube, sein Model oder so, das, glitscht dann so in die Straße rein und fährt man irgendwie dagegen. Okay, da, es nähert sich der Mitte. Bitte geh nicht runter. Ich mach gar nichts mit der Katze. Ich fass sie einfach nicht an. Ich werde jetzt vielleicht auch den Stoppwunsch ignorieren. Oder ist das 666? Nee, ist nicht. Aber es geht wieder runter. Oder geht es jetzt wieder hoch? Ich glaube, ja. Check Engine. Uh-oh. Das sollte mich aber triggern, oder? Tut's nicht. Nicht genug. Oh, damn. Okay, der nächste Stop ist die 666. Den Typen sammle ich mit ein. Weil der ist halt irgendwie creepy, oder? Warum geht's jetzt runter? Oh, sie geht jetzt raus. Ah. Die kann den Boy nicht leiden. Guck mal, jetzt ist wieder komplett auf Zero und ich habe die Katze nicht mal angeguckt. Och, Mann. Oh, shit. Oh mein Gott, was ist los? Echt gerade ein bisschen enttäuschend. Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da lacht es wieder. Wir kommen jetzt nämlich auch bald ans Ende. Der Typ steigt nicht aus, ich weiß das schon. Vielleicht muss ich da diesen anderen Typen halt auch irgendwie mitnehmen. Also wenn mich das nicht verrückt macht, wenn jetzt alles gut ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ganz ehrlich. Warte, ich nehm ihn hier mit. Ich nehm ihn hier mit. Ja, komm her. Bitteschön. Aber nach dem Tunnel ist schon vorbei, oder? Oder geht's noch weiter? Good evening, Sam. Oh! Oh mein Gott, ich hab mich schon wieder erschrocken, ey. Ersprochen, würde ich sagen. Nee, es geht noch ein bisschen weiter. Es wird der erste... Irgendwie dunkel. Das habe ich nicht gesehen vorhin. Oh mein Gott, da war's. Oh, shit. Wow, wir haben's gleich. Es muss bis dahin gehen. Okay. Beruhigt sich wieder. Ich weiß nicht warum. Ich will ihn jetzt einfach mal nicht rauswerfen. Ich will, dass es umso gruseliger wird für mich. Oh, oder warte mal. Killt er mich sonst? Ist das vielleicht auch ein Ende? Vielleicht machen wir es insofern auch irgendwie richtig. Auch wenn wir nicht ganz das hinkriegen, was ich eigentlich vorhatte. Warte. 701. Fahren halt absichtlich vorbei. Oh, oh, oh. Oh, Punkt, 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 Punkt. Was ist los? 5 von 5. I just work here. Gut. Okay, wenn ich hier an der Tankstelle stehe, Leute. Guck mal, mein Sanity Meter und es zoomt auch so raus. Check Sanity. Oh oh. Ich könnte es jetzt streicheln, mache ich aber nicht. Oh, was passiert denn?
Ich höre Schritte, ich drehe mich mal noch nicht um. Check Sanity. Oh oh. Don't look back! Oh! Panic Mechanic! Oh, da haben wir das zweite Ende! Dann fehlt nur noch eins! Holy shit! Okay, sehr gut. Okay, jetzt geht's los. Ich guck mal, wie weit ich eigentlich fahren kann. Ach, lol. Die Gesellschaft heute wieder echt lustig, ne? Oh, ich fahr echt schnell. Oh, was passiert denn? Ich habe das Gefühl, ich werde immer schneller. Soll ich mich mal umdrehen? Holy shit! Und jetzt? Oh, mein Sanity Meter. Ich muss mein Kätzchen streiten. Holy shit! Ich hasse es, Busfahrer zu sein, denn es ist auf einmal spontan die Straße zu Ende. Oh. Aber zum Glück ist das Deutsche Rote Kreuz schon unterwegs, mir zu helfen. Hallo. Warum diese Wendigo-Dinger? Von allen Sachen, die dir als Busfahrer begegnen können. Ending 1. Wir haben sie alle. Winner, Winner, Dear Dinner. Oh, verstehe. Das ist also meine kärgliche Entlohnung, ja? Ja, nice. Gut. Ich schätze mal, das waren dann alle 5 Endings von Nightbus. Wir haben es letztlich herausgefunden. Ja, süßes kleines Spiel. Ich bin ja ein Fan, wie gesagt, von diesen Konzeptsachen. Und sagen wir mal ehrlich, ich meine, wenn es um die Bewertung geht, das Game hatte eine Haustierkatze zum Streicheln. Besser kann es eigentlich nicht werden.